Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie sehr herzlich an diesem schwülen, heißen Abend live von Alex TV zu unserer Montagskultur unterwegs. Und ich freue mich sehr, dass Sie nicht draußen sind oder sich haben nassregen lassen, sondern dass Sie hier am Fernseher sind und uns verfolgen bei unserem heutigen Gespräch, das übrigens das letzte ist vor der Sommerpause in dieser Spielzeit. Und mit mir sprechen über die Vorstellung und Inszenierung des letzten Monats unsere beiden Kritiker, Reinhard Wengierek und Arno Lücker. Und ich freue mich sehr, dass unser Gast heute Dr. Gabriele Minz ist, die Initiatorin und Leiterin ist des Festivals Young Euro Classic. Liebe Frau Dr. Minz, 20 Jahre in diesem Jahr Young Euro Classic Festival. Wenn man Sie zu Gast hat und das erste Mal Sie zu Gast hat, dann fragt man natürlich im Rückblick, wie kam man auf die Idee oder wie kam Sie auf die Idee, solch ein Festival der Jugendorchester der Welt in Berlin ins Leben zu rufen? Und was hat sich auch verändert in 20 Jahren? Ja, gleich zwei große Fragen, komplexe. Ich muss ehrlich sagen, der Anstoß, die Initiative, wie bei vielem, auch bei dem gesamten Programm, kam tatsächlich von den Jugendorchestern selbst. Die wollten im Jahr 2000 etwas ganz Besonderes machen, auf sich aufmerksam machen. Und dadurch entstand die Idee, die wir, das war damals Willi Stoll, früherer Intendant des Deutschlandradios und ich, die wir dann versucht haben umzusetzen. Und so haben wir im Jahr 2000, dem großartigen Millenniumsjahr, die Stadt gewonnen, verschiedene andere private und öffentliche Geldgeber, um dieses Festival auf die Beine zu stellen. Und damals waren es noch wahnsinnige 4 Wochen, das ist kaum zu glauben, im Konzerthaus und der Philharmonie. So fing das Ganze an und der Erfolg hat uns, die Resonanz hat uns eigentlich mehr als erstaunt und es war wie von selbst, dass man das Festival fortsetzen musste. Sie selbst, ja, haben Sie selbst dann auch, oder hatten Sie vorher gesagt, wir machen ein Festival, oder haben Sie gesagt, das soll der Anstoß sein zu wirklich einer langfristigen Festival-Idee? Also wir haben schon gesagt, wir machen ein Festival für das Jahr 2000, wenn Bonn nach Berlin zieht, Berlin Hauptstadt wird, den Sommer auch zu besetzen mit jungen Orchestern, mit jungen Leuten, die sozusagen die Zukunft markieren. Das haben wir gesagt. Aber dass wir daraus eine Reihe entwickeln würden, da hätte ich damals jeden Eid geschworen, dass wir das nicht machen. Aber daraus sind 20 Jahre geworden. Super. Wir werden auf jeden Fall natürlich später noch mal intensiver sprechen über die Erfahrungen aus diesen 20 Jahren und wie es heute ist und wie es auch weitergeht und so weiter. Aber jetzt haben wir erstmal 3 Premieren des Monats Mai uns vorgenommen und wir waren ganz intensiv in den Opernhäusern, die erstaunlicherweise zum Ende der Spielzeit doch noch einiges auf die Bühne gebracht haben. Und wir beginnen gleich mit der neuesten Produktion, nämlich aus der Komischen Oper Roxy und ihr Wunderteam, eine Fußballoperette von Paul Abraham aus dem Jahr 1937 in der Inszenierung von Stefan Huber. Die musikalische Leitung hat Kai Tietje und die Premiere war eben vor wenigen Tagen, nämlich am 31. Mai. Und aus dem Grunde gibt es leider auch noch keinen Filmeinspieler. Aber ich denke, während ich Ihnen ein bisschen was über diese Inszenierung erzähle und wir gleich darüber sprechen, können wir vielleicht im Hintergrund ein paar Fotos zeigen, die ein bisschen einen Eindruck geben, was für eine Inszenierung hier in der Komischen Oper stattgefunden hat. Ja, hier sieht man es, der Fußballpokal scheint im Mittelpunkt zu stehen, aber so viel mit Fußball hat dieser Abend eigentlich gar nichts zu tun. Und es ist einfach eine Operette, die sich eben nicht nur um den Fußball dreht. Aber weil wir eben keinen Film haben, muss man doch vielleicht ganz kurz auf den Inhalt eingehen. Tatsächlich ist es so, dass die ungarische Fußballnationalmannschaft in den 30er Jahren, wie auch übrigens nach dem Zweiten Weltkrieg, das Nonplusultra europäischer Fußball
Kunst hat in England die englische Nationalmannschaft besiegt und die Mannschaft ist also glückselig und ist in ihrem Hotel, feiert überschwänglich und da kommt einfach so reingestürmt Roxy, eine junge Frau, die sich vor einer ungewollten Ehe flüchtet als Braut und vor ihrem Bräutigam und vor ihrem Onkel, der sie verheiraten will, um des lieben Geldes willen. Und so sucht sie Schutz unter dem Dach der vielen Männer und die nehmen sie mit an den Plattensee ins Trainingslager und dort gibt es allerlei Verwirrung und jedenfalls ist im Trainingslagerquartier auch noch eine Mädcheninternatsgruppe und dann kann man sich vorstellen, was da abgeht. Diese Schar Schülerinnen sind natürlich das, was sich die Jungs eigentlich gar nicht leisten sollten, überhaupt sie nur anzuschauen, weil sie sollen ja für das Revanche-Spiel gegen England trainieren. Nun gut, man verliebt sich, man vergisst die Zeit, man vergisst das Trainieren und so ist es auch für Roxy, die sich nach und nach in den Kapitän der englischen Nationalmannschaft Gurkha verliebt und natürlich steht am Ende der Sieg des Fußballs und der Sieg der Liebe. Ja, dieses rasante Stück, muss man sagen, also ich denke vom Libretto, von der Musik her, stammt aus dem Jahre 1937 und das muss man sich einfach mal vorstellen, dass Paul Abraham, der ja in den 20er Jahren und Anfang der 30er Jahre der Operettenstar überhaupt in Deutschland, in Europa war, eben schon auf der Flucht war als Jude und macht eben solch ein leichtes Stück sich dann einfach zum Thema. Und das ist meines Erachtens jetzt, wie ja schon viele andere Stoffe von Paul Abraham, musikalisch auf der komischen Opernbühne wieder wunderbar aufgegriffen worden. Stefan Huber hatte diese Operette inszeniert mit einer wunderbaren Choreografie aus Tanz bis Steppen und allem. Das Allerbeste an diesem Abend, muss ich sagen, ist das grandiose Bühnenbild, zusammengestellt aus einem altmodischen Lederball mit einem halber Ball auf der Bühne, der sich eben dreht und dann eben wird es zu einer Tribüne. Und das ist einfach super gemacht und auch sonst die Kostüme von Heike Seidler, glaube ich, heißt sie, sind auch wunderbar. Und natürlich muss man an dieser Stelle etwas sagen über die Geschwister Pfister, die einmal mehr mit Ursli Pfister in der Titelrolle Roxy eben tatsächlich wieder super gut auf der Bühne sind. Und man muss ja immer sagen, Ursli Pfister ist ja inzwischen auch schon über 50, sieht und tanzt aber immer noch wie ein junges Ding und insofern auch prima besetzt in dieser Rolle. Und ich finde absolut glaubwürdig in dieser Rolle der jungen, begehrten Frau, die eben wirklich ihr eigenständiges Leben leben will und sich eben nicht in irgendwelche Ehen hineinzwängen lässt. Ja, man muss da sagen, der ganze Abend ist für mich eine wunderbare Mischung aus Fußballatmosphäre, das muss man mögen, und eben ein Liebesklamauk, manche haben gesagt Trash, aber auch das macht nichts, weil es ist ein absolut liebevoll inszenierter Trash. Und man braucht natürlich ein gehöriges Maß an Humor, man braucht ein gehöriges Maß an auch Zugang zu dieser ganzen Euphorie rund um das Leder. Und dann finde ich, ist das ein absolut unterhaltsamer, top guter Abend. Mal gleich ein Detail, also für die Zuschauer, die jetzt die Geschwister Pfister noch nicht kennen, also die Geschwister Pfister bestehen ja aus zwei Männern und einer Frau. Und die Ursli Pfister, dahinter steckt Christoph Marti, ein Schweizer Schauspieler. Und Kollege Bruch hat ein neues Rollenfach entdeckt, nämlich die Gender-Schabracke. Aber ganz liebevoll gemeint. 1937 uraufgeführt in Budapest. Ja. Und dann ein Jahr später sogar in Wien gelandet. Aber knapp alles natürlich vor dem Anschluss Österreichs. Also tatsächlich konnte Paul Abraham zu der Zeit in Deutschland schon nicht mehr inszenieren. Dieser halbe Ball ist ja nicht nur Stadion am Schluss, sondern ist auch noch Kulisse dieses Pensionats oder dieses Landhaus, dieses komischen Adligen, der auch ein halbseriöser Typ ist. Ich bin grundsätzlich damit einverstanden, was Sie sagen. Man muss keinen Humor haben, glaube ich,
um den Abend gut zu finden. Und man muss vor allem überhaupt kein Fußballfan sein, weil ich saß dann nicht unter Fußballfans. Ich saß neben einem Fußballfan, den ich damit genötigt hatte, hinzukommen. Er fand es aber sehr gut. Und 95% des Publikums sind keine Fußballfans. Und es geht auch nur am Anfang um Fußball und alle sind so ein bisschen besorgt. Da gibt es so eine Reportagen-Kommentatoren-Situation. Alle denken, oh Gott, es geht ja wirklich um Fußball. Das interessiert uns ja gar nicht. Aber davon geht es ja dann weg. Dann geht es halt um 13 verschiedene Liebesgeschichten. Davon werden 3, 4 genauer erzählt. Und die Geschwister Pfister rocken das. Und ich sage immer noch gerne dazu, dass die Musik von Paul Abraham, die ja ständig gefühlt wiederentdeckt wird, das Stück wurde vor ein paar Jahren in Dortmund gemacht, das sind Bearbeitungen, also wo auch der Dirigent Kai Tietje seine Finger im Spiel hat, also macht das sehr gut. Ich sage nur immer, wenn man so Entdeckung sagt, das klingt immer so heilig und als ob man jetzt da so einen Sound der 30er... Aber systematisch hat Paul Abraham sich beschäftigt, hat Berikoski an der Oper, muss man jetzt wirklich sagen. Hat es eben auch an diese komische Oper geholt, nach Berlin. Absolut, und da funktionieren sie als Stücke. Nur wer jetzt sagt, sozusagen, man entdeckt jetzt den Orchesterklang Paul Abrahams, der ist ein bisschen falsch gewickelt. Das sind ziemlich modernisierte Dinge. Da ist viel Drumset drin, woran Paul Abraham gar nicht gedacht hat, viel so Celesta, also es ist sehr virtuos angefüllt und bearbeitet. Das heißt überhaupt nichts Schlechtes, nur Wiederentdeckung muss man immer so ein bisschen in Anführungsstrichen setzen. Das ist ja eigentlich auch wurscht. Nö, finde ich überhaupt nicht wurscht. Ja gut, ich meine, selber wurscht. Ist sehr stark bearbeitet worden, das muss man sagen. Das glaube ich. Eine Operette, da gibt es ja Musik, ne? Und wenn diese Musik bearbeitet ist. Die ist eben sehr auf den heutigen Zeitgeschmack zugeschnitten. So, ist ja auch okay. Das ist doch, ja für mich. Ich habe eigentlich grundsätzlich nichts zu meckern, ausnahmsweise mal gar nichts. Als sei denn vor der Pause schlich es ein bisschen. Das wundert mich, dass man das nicht gemerkt hat, denn nach der Pause gibt es nochmal 50 Minuten los und vorher ist so ein leiser Hänger drin, den hätte eigentlich der Herr Huber sofort merken müssen und ein kleines bisschen straffen, aber lassen wir das mal am Rande. Eigentlich ist das ist ein Werbetitel, Fußballoperette. Es hat schon mit Fußball zu tun und das soll wahrscheinlich gewisse Publikumsschichten noch mehr ansprechen als sonst. Es ist natürlich, wenn man sich die Geschichte, wie Sie vorhin erzählt haben, einfach so zu Gemüte führt, das ist der komplette Schwachsinn. Das ist immer Operettenschwachsinn. Ja. Ne? Also lieb mich und Intrige und hin und her und Männchen und Weibchen und sowas. Das Ganze ist ja im Grunde genommen, aber da steckt dann nun wieder doch das Tolle dahinter, dass in dem Schwachsinn, der ist dermaßen charmant und witzig durch die Musik, durch die Bearbeitung der Musik und die Texte sind auch zugespitzt. Da muss man sagen, ja, witzig, so Cocktail-Nixen mit den mit den Balaton-Nixen oder Plattensee-Nixen, das ist schon mal ganz, ganz lustig. So, in der Richtung geht es dann auch sehr frivol weiter, sind teilweise fast nicht ganz jugendfreie Scherzchen da drin versteckt. Das Ganze ist Camp und es ist Ironie, aber es ist auch eigentlich ein Emanzipationsstück. Verrückterweise ist nämlich die Roxy, das Weib, was sich den Kerl schnappt. Normalerweise schnappen sich die Kerle. Die Kerle sind aber tolle Fußballmenschen, aber bei den Mädels haben sie immer, zumindest der Kapitän, ein bisschen Schiss in der Hose. Und da macht natürlich dann Roxy... macht dann das Ding los. Ich muss sagen, dass die Pfister, sie ist nach wie vor sehr beweglich und gymnastisch, elastisch. Sie ist jetzt fast so wie ein bisschen Sarah Leander-mäßig. Sie ist in der Stimme sehr runtergerutscht. Ja. Also sie singt fast kaum. Das hat schon was von besserem Sprechgesang an sich. Aber sie wackelt wunderbar mit dem Hintern. Und sie haben sie natürlich wahnsinnig aufgemotzt. Da hat die Maske lange dran gewurstelt. Sie zu einer Lillian Harvey hochzustilisieren, finde ich. Mit den Kostümen, muss man sagen. Super, es ist überhaupt, schöne Kostüme. Dieses ganze Ding ist mit... Das kann man heute eigentlich... In Dortmund oder im Rheinischen war eine Aufführung, und die muss völlig in die Hose gehen. Sein. Die komische Oper hat auch hier das getan, was man hier tun muss. Man muss aus dem absolut totalen Vollen schöpfen. Die haben also wirklich nicht am Geld gespart und einen Aufwand betrieben an Kostüm, an Bühne, an Szenenbild. Die Choreografien sind super, die Nebenrollen sind perfekt gecastet, das haut alles hin. Also so gesehen ist es ein Prunkstück, es geht eigentlich mächtig los, es geht die Post ab und man unterhält sich aber nicht unter Niveau, obwohl man sich andererseits sagt, es ist eigentlich ein dämliches Ding. Und man kann auch eine Menge, wenn man so möchte, politischen Subtext mit rein, den muss man aber nicht, kann man. Das ist auch das Angenehme, dass dann nicht wieder mit irgendwelchen Zeigefingern, aha, Achtung, Nazizeit und haha, sowas, nein, das
en passant wird man das, wird mal so wegge- wird das mal hingewischt oder die unter den Nagel mal. Wir sind uns einig, und das ist doch schön. Fertig ist gut. Also. Es ist Entertainment vom Feinsten, muss man schon sagen. Und man staunt, dass die alten Pfisters immer noch den Laden schmeißen. Und die Truppe natürlich, ohne Ensemble ist das alles gar. Das Ballett ist super, die Choreografien, genau. Das ist schon die halbe Miete. Bühne, Kostüm, Ausstattung, eine Show. Erster Güte, also okay, gucken gehen. Wir wiederholen uns und sind uns einig. Und wir wiederholen uns, man kann das bis zur Sommerpause in der Komischen Oper noch am 7.3., am 13., am 7.6., am 13.6., 15. und 19. und 27.6. sehen. Also hingehen ist unsere Empfehlung. Zweite Premierenbesprechung ist ein aus dem Sprechtheater, nämlich aus dem Berliner Ensemble Max und Moritz. Eine böse Bubengeschichte für Erwachsene nach oder von Wilhelm Busch. In der Regie von Antu Romero Núñez, den haben wir ja hier schon öfter besprochen mit seinen Stücken, die er in Berlin inszeniert hat. Premiere war am 22. Mai. Und bevor Herr Wengirek uns erst seinen Eindruck vermittelt, schauen wir uns hier einen kleinen Film-Einspieler an. Sie haben. Oh! Ja, Herr Wengirek, also, so enden Sie. Ja, im Brot, im Bäckerbrot. Ja, ich habe erst mal, ihr liebe Leute hier, die Kamera, wo ist sie, das Buch mitgebracht, den Wilhelm Busch. Toll. Und zwar, es ist 100 Jahre alt, das Buch, und ich muss sagen, dass ich lieber da drin gelesen habe, als im Theater mir die Sache angeguckt habe. Das muss ich jetzt erstmal schon vorausschicken. Übrigens war das 1865 ist das rausgekommen mit 4000 Exemplaren, Max und Moritz, und zu seinen Lebzeiten hat er schon über 400.000. Es ist also nach wie vor bis heute ein Renner. Es ist praktisch die Mutter aller Comics, wenn man so will. Es ist wohl der erste Comic überhaupt, also sagen wir mal einer der allerersten, und ist tausendfach nachgeahmt worden und ist vor allen Dingen gedichtet und gezeichnet. Toll, super, heute noch beispielhaft. Und die Texte sind so hinterfotzig, witzig, geistreich gereimt, also dass es eine Freude ist. Und ich muss sagen, jetzt kommt diese Sache ins Theater, aber man will so wenig wie möglich Text bringen. Aber der Text ist so brillant. Der Text ist das Ding ja schon eigentlich an sich. Und Herr Núñez, den wir ja schon öfters hatten, hat eine blühende Fantasie, die ihm echt ins Kraut, ich muss aber auch sagen, zuweilen arg ins Unkraut schießt. Und diesmal hat er also nur Folgendes gemacht, weil man ja auf der Bühne Theater machen muss, muss also was passieren, nicht nur zu hören, sondern auch viel zu sehen, zu sehen, zu sehen. Also gibt es so gut wie nichts mehr zu hören, sondern furchtbar viel zu sehen. Es ist eine Art Materialschlacht, finde ich, die da abgeht. Und das, was wir hier gesehen haben, diese dadaistischen Geschichten und dieses, wie der Fritsch das macht, wie Herbert Fritsch, diese Körper, die Slapstickhafte, diese ganzen Bewegungen und diese Bühnenbildnummern bis hin, dass man auf das Publikum wird mit einbezogen. Man muss also mit seinem Handy flackern und es fliegt Konfetti. Und es wird unaufhörlich gehampelt, wer eigentlich die Dinger, die sieben Streiche, gar
nicht kennt, der weiß gar nicht, was machen die denn eigentlich da auf der, gegen wen geht's die, was passiert denn da jetzt wirklich? Das muss ich der Sache zum Vorwurf machen. Dadurch wirkt es dann mit der Zeit einfach ein bisschen langweilig, unaufhörlich Nebel, unaufhörlich Gacker, 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 eine Viertelstunde Hühnerfedern und so. Das geht mir dann auf die Nerven. Das hat mich so gesehen dann wieder enttäuscht. Und ja, ich weiß nicht, wie euch, fand das formalistisch sozusagen überschäumend ins Leere laufen, ein Rumgehampel. Aber das ist nicht mehr der Busch, eigentlich die Schärfe, der Witz der, des ganzen Stücks. Was ist denn der Busch? Was ist denn Max und Moritz anderes als eine Bilderschlacht? Ja, naja, das ist auch eine Textschlacht. Ja, aber Text kommt genug vor. Ja, der kommt nicht mal genug gerappt, vor. Mal gerappt, mal geschrieben. Aber ganz wenig. Es sind nur ein paar kleine. Also finde ich, dass textmäßig ist das sehr reduziert. Da sind nur ein paar Stichworte. Und das, die Handlung ist kaum. Ich finde, jeder sieht das anders. Ich muss, dass die Handlung nicht mehr wirklich nachvollziehen. Was die für Streiche wirklich da gemacht haben, die ja bodenlos grausam, das ist ja ein Beispiel der absoluten schwarzen Pädagogik, wenn man so will. Das ist ja abgründig. Und ja, Gewaltbereich, das ist schlimme Burschen, was die da treiben, aber die sind ganz und durch nicht nur böse Wichte, sondern sind ganz schlimme, böse Kerle, gewaltbereite Kerle. Aber ich muss jetzt noch eins sagen, acht mal, also mir ginge das Rumgekasper, ich fand das auf der Bühne nicht mehr toll, ist auch nicht gut durchgestylt, wie der Fritsch das macht. Ich fand es einfach bloß ein bisschen ins Leere, lard-pour-lard-mäßig abgespult und die Hälfte des Publikums hat sich bei, es ist übrigens, finde ich, ohne Pointen, ohne alles, also ohne Witz eigentlich so richtig inszeniert, die hat sich tschechisch gelacht und die andere Hälfte hat da gesessen und sagt, die haben da eine Klappe. Woran könnte das denn liegen? Ja, woran liegt das? Das liegt vielleicht am Geschmack, kann man so, könnte man sagen. Das heißt, die einen haben den richtigen Geschmack. Nein, ich sage das jetzt mal wertfrei. Die Hälfte fand es doof und die andere fand es so. Man Basta. Muss schon sagen, ich fand wir waren doof. Ja zusammen in der Premiere und es sind tatsächlich bei der Premiere etliche Leute gegangen, ja, mitten im Stück. Ja. Das ist meist ein gutes Zeichen, würde ich mal sagen. Ja, ich habe ja auch einen anderen Eindruck von dem Abend als Herr Wengirek, aber vielleicht sagen Sie erst mal Ihre Meinung. Ja, es ist eine Bilderschlacht, es kommt viel Text vor. Also Nunes ist ein Regisseur, der sich, obwohl es manchmal nicht so wirkt, der sich wirklich für Texte und Figuren interessiert. Mhm. Aber auf seine Weise. Es kommt viel Text vor. Mhm. Und teilweise werden die Bilder sogar nochmal erklärt. Jemand nimmt ein Mikrofon und erläutert das nochmal so nonchalant, was eigentlich genau da passiert. Mhm. Es geht eigentlich ziemlich ins Detail rein. Und was auch sehr detailfreudig ist, wo Sie Bilderschlacht sagen, die Figuren sehen exakt so aus wie im Buch. Es gibt wahrscheinlich noch nie eine Theateradaption, wo die Figuren also so exakt abgebildet sind. Ja, wieso, na und? Sie haben gerade dieses Buch in die Kamera gehalten, völlig sinnlos, und dann von einer Bilderschlacht geredet. Ich wollte nur als Aufhänger zeigen, dass der Text, also die Verse, die er gedichtet hat, das ging alles unter in diesen bebilderten Hokuspokus mit Dampf und mit Nebel und Konfetti und Talala und Hopsasa. Ja, vielleicht liegt es daran, dass Sie diese unzähligen Assoziationen, Querverweise, Links nicht verstanden haben. Genau. Und da gibt es eine Menge von. Mit japanischer Comickultur, von der Sie wahrscheinlich noch nie was gehört haben. Es gibt eine Tetris-Simulation, es geht um Instagram, es geht um Selfies, und zwar tatsächlich so penetrant lange, bis man keinen Bock mehr drauf hat, weil wir auch darunter leiden unter dieser Instagram-Kultur. Wir müssen wirklich fünfmal das Selfie machen, damit es perfekt sitzt, und das wird da eben simuliert, parodiert und in fast Kastorffsche Längen gezogen, die dann aber auch nur 15 Minuten sind, weil dazu ist nur eine viel zu cool und viel zu begabt. Kurz wird die MeToo-Debatte ironisiert. Pumuckl kommt vor, dann der Floss-Dance, das ist so von einem jungen Mann spontan erfundener Tanz, den jetzt die Jugend ab und zu so trashmäßig tanzt. Max und Moritz werden gespielt von zwei Frauen. Das wird wunderbar, überhaupt nicht thematisiert in so einer elenden Gender-Debatte, was so Sebastian Hartmänner und Co. daraus machen würden. Furchtbar. Genau, Witwe Bolte ist ein dicker alter Mann. Princess Nokia kommt vor, Tomboy, das wird dann gerappt. Richtig, die Leute sollen ihr Smartphone rausholen und mit den Lampen mitmachen. Das ist aber im Rahmen einer gefakten Schüleraufführung. Ja. Und dieser Abend wirkt trashig und wirkt albern. Er hat wie heißt der, Herbert Fritsch, überhaupt nichts zu tun, denn er soll nicht perfekt sein. Er soll auch keine Botschaft bieten. Denn ich glaube, der Regisseur ist ein bisschen klüger als wir. Das meine ich tatsächlich im Ernst. Also ich habe dann auch nach einer Deutung gesucht und habe gedacht, naja, man könnte ja mal erklären, wer sind Max und Moritz eigentlich? Also was haben die für eine Familiengeschichte, dass die so drauf sind? Aber es geht ja darum, dass es kein Lehrstück ist.
dass eben nicht dieser Oberlehrer ankommt und alles nochmal erklärt. Es gibt ja diesen sehr witzigen Monolog, der übrigens aus einem der letzten Werke von Wilhelm Busch entnommen ist, aus Maler Klecks oder so heißt das, von 1885. Da wird sogar ein Theaterdiskurs noch aufgemacht, aber völlig ironisiert und dann doch tief. Das Ende hat mich total berührt. Ich habe eigentlich noch nie so gelacht an einem Abend und dann aber auch geweint. Es war ein Abend, wo das Publikum total abgegangen ist. War halt eine Repertoirevorstellung, zweite oder dritte Vorstellung. Es ist ein absolut grandioser Theaterabend, der eine ganz ungewohnte neue Tiefe hat. Und die ist halt nicht darin zu suchen in deutsche Theaterlangeweile oder so. Das ist halt eine neuere Art von Theater. Und man muss gar nicht Instagram und diese ganzen neumodischen Sachen der jungen Leute verstehen oder mögen. Aber man sollte sie mal wahrgenommen haben, damit man sieht, was so ein 38-jähriger Regisseur alles an Bildern und Implikationen so reinnehmen kann in eine fantastische Inszenierung, die ich noch 3 Stunden und das bei der Hitze hätte gerne ertragen, in Anführungsstrichen. Es war eine Feier der Theatermittel. Der Mann ist wieder da angelangt, wo wir ihn vor ein paar Jahren in Berlin dann nach Stuttgart gehen lassen mussten. Dieser Caligula damals, der war tatsächlich, das war nicht sein Stoff, bei dieser BE-Eröffnung. Ein Abend, den ich allen empfehlen werde, vor allem den etwas jüngeren Leuten. Das ist halt kein belehrender Abend. Das ist kein Abend, wo irgendwie einfach sich sinnlos postdramatisch, traumatisch gegen die Wände geklatscht wird. Es ist ein Abend, in dem man lacht und weint und sich über das Theater wundert, freut und nachher nachdenkt, wer sind eigentlich Max und Moritz? Und am Ende kommt es ja doch raus, es sind ganz normale Jungs, beziehungsweise ja, Mädchen, beziehungsweise Wesen. Ja so. Gut, wobei man sagen muss, es ist ja, die Boshaftigkeit ist eben auch auf beiden Seiten. Es ist genauso richtig. Auf der Seite der Erwachsenen. Alles Sadisten eigentlich, ja. Verteilt, wie eben auf der den Streiche ausführenden Max und Moritz Buben. Und das Ganze, also ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen zu viel an Assoziationen, die ich auch nicht alle verstanden habe. Und es war ich einfach... Aber ein Berg von Fantasieeinfällen in der Regie, wo man also denkt, oh, jetzt musst du aber wieder mitkommen. Was hat er sich jetzt dabei gedacht? Also man ist ein bisschen überfordert. Das ist das beste Gefühl. Aber ich fand es toll. Also mir hat es auch super gut gefallen. Und wir haben uns ja schon nach der Vorstellung, ich war ganz beseelt und habe gesagt, eigentlich muss man es nochmal gucken, um diese vielen Dinge zu sehen. Das dann? Ja, das ist der schöne Fall, dass man die Meinung völlig auseinandergehen, was sie natürlich da an Subtext alles hinein interpretieren à la Bonheur. Das kann ja jedem, es bleibt jedem unbenommen. Also ich habe nicht so viel Subtext entdecken können. Mir war es eigentlich dann, ich muss sagen, mehr an einer funkelnden Oberfläche entlang gerutscht. Das hat ja auch was Anarchisches. Und man muss auch sagen, lehrend ist der Busch auch nicht. Das wird nirgendwo moralisiert. Das ist ganz richtig. Aber es treten moralisierende Typen auf, sozusagen. Ja, aber klar, die werden dann verarscht. Mir war es ein bisschen schade. Und mir war das alles zu diffus, alles in der Luft hängt. Okay. So. Nächstes Mal einfach ein Bier trinken. Das hilft auch. Also, das macht mich auch müde dann. Die Kritik ist ja auch, muss man ja sagen, wir konnten ja inzwischen die Kritik... Haben auch alle Unrecht. Die schlechten Kritiker haben alle Unrecht, hören sie nicht auf. Querbeet. Man muss wirklich sagen, ich habe selten so extreme Kritiken gelesen. Also toll hingehen. Verriss bis eben, das ist das Ereignis überhaupt. Also lassen wir es so stehen. Genau. Auf jeden Fall, denke ich, kann man sich das angucken und ein eigenes Bild machen. Und zwar am 15., 16., 6. und auch, wie ich hörte, in der nächsten Spielzeit wird es wieder aufgenommen. Ganz oft im September gespielt. Ich habe gerade heute noch mal nachgeguckt. Das ist nämlich der neue Spielplan. Schon gedruckt liegt davor, sehr vorbildlich vom Haus. Ja. Und jetzt Bäume versterben. Bäume sterben wegen Ihnen. Vorstellung. Es gibt sogar, kann ich gleich noch anmerken, so ein Werkstattgespräch, wo man also das Publikum kann bei der Vorbereitung der Aufführung hinter die Kulissen gucken. Also sich das vielleicht auch manches noch leider noch fragen. So, aber jetzt schauen wir uns Don Quixote an, und zwar also von Jules Massenet in der Deutschen Oper. Ja, das war jetzt nicht so gut. Musikalische Leitung war bei Emmanuel Millaume in der Inszenierung von Jakob Ahlbohm, und die Premiere war am 30.05. Und wir haben einen Film. Ja, Herr Lücker,
Wie fanden Sie den Don Quixote in der Deutschen? Wir haben gerade noch mal über die Hauptdarstellerin diskutiert. Ich glaube, die ist tatsächlich hochschwanger, stand in irgendeiner Kritik, die ich gelesen habe. Ja, es ist eine Comédie Eurique, also eine heldische Komödie. Also so hat es Jules Massenet dann in Beratung mit seinem Librettisten genannt. Wobei das das schlechtmöglichste aller Titel ist. Also eine heldische Komödie. Also sowas gibt es in der heutigen Zeit, wenn wir an aktuelle Marvel-Superhelden-Serien denken, auf den Streaming-Anbietern. Da gibt es sowas, da gibt es so ironische Helden, aber das hat Massenet. Ja, aber wirklich, es geht ja um Superhelden. So, beziehungsweise ist eigentlich ist ja Don Quixote, wir wissen, Ritter von armseliger Gestalt. Also von 1910 ist das Ganze und der Regisseur ist eher so von der fachfremden Seite, das ist ein schwedischer Holländer oder holländischer Schwede, ist ja egal. Die Sprache klingt ähnlich kurios. Und der ist eher so als Performer und Zauberer in Erscheinung getreten. Und jetzt darf er inszenieren, das haben schon einige Kollegen gescholten, dazu komme ich gleich. Die Story in drei Sätzen, also im Gegensatz zu Don Quixote von Cervantes, das Libretto ist von einem Henri Quint nach der Cervantes-Romanadaption Le Chevalier de la Longue Figure von Jacques Le Lorrain. Also das ist ein bisschen komplizierte Entstehungsgeschichte. Und also Don Quixote, der spricht ja immer nur von dieser Dulcinea oder Dulcinée, ja auf Französisch bei Massenet. Und hier tritt die wirklich auf von Anfang an, ist hier so inszeniert als, ein, als eine Kellnerin in einem Mint-Pastell-Oliv-hellgrünem Café oder auf jeden Fall so einer Catering-Situation, wo der Chor der Deutschen Oper drin sitzen kann und sich dann zuprosten kann. Was Chöre können? Zwei Bewegungen, Begeisterung zeigen und Anstoß miteinander, also Opernchöre. Dulcinée ist, ja, tanzen, das machen dann die Professionellen. Dulcinée ist schön jung und umschwärmt und ja, sie ist eine Kellnerin und Don Quixote begehrt sie und da gibt es noch zahlreiche andere Männer, die sie begehren und sie ist mal halb interessiert, mal nicht und sie hat eine Kette verloren, sagen wir mal, sie hat eine Kette verloren und Don Quixote sagt natürlich, ich hole dir die Kette wieder, geht auf eine Reise, wird überfallen, selbst die Räuber haben Mitleid mit ihm, er ist von armseliger Gestalt und er reitet auf Sancho Panza, also Sancho Panza ist gleichzeitig auch die Rosinante. Ja, am Ende stirbt, ich spoiler jetzt mal, weil die Leute sollen nicht reingehen, das ist keine gute Inszenierung. Am Ende stirbt Don Quixote, desillusioniert, hört letztmals die Stimme von Dulcinée und scheidet unter Wehklagen von seinem Sancho Panza dahin. Eine ziemlich traurige Handlung. Albom ist, wie gesagt, Zauberer und er macht viele Zaubertricks. Also da hat Dulcinée innerhalb von Nanosekunden ein rotes Kleid an oder einer der Sänger geht kurz hinter den Chor und macht dann ein Flickwerk, ist natürlich ersetzt worden durch einen Akrobaten. Das trägt die ersten Minuten so für die Leute, die das mögen. Axel Esposito ist irgendwas mit 30 und er spielt, singt den Don Quixote und ist ein ganz gut aussehender Mann, ist zu jung, sieht zu gut aus. Sancho Panza ist irgendwie 1,90 Meter groß, sieht aus wie so ein Spanier. Es kommt ja viel spanisches Kolorit vor, darf natürlich nicht in Spanien formen. Ständig klappern die Kastagnetten im okay spielenden Orchester und der Emmanuel Villaume, immerhin ein Österreicher, wollte ich schon sagen, wie komme ich darauf? Franzose. Ich finde, die Sänger, die singen alle so ein bisschen atemlos, nicht durch die Nacht, sondern durch den ganzen Abend. So hat mich ein bisschen an den Madonna-Auftritt beim ESC neulich erinnert. Das, also ich fand es nicht so ausgesungen. Die sind alle ganz okay, aber es hat mir irgendwie nicht so richtig getaugt. Außer Sancho Panza, der dreht ziemlich auf. Also Seth Carico, toller Sänger. Aber irgendwie ist das alles so gegen den Strich besetzt von der Deutschen Oper. Und das habe ich ja schon so häufig gesehen, dass sich das einfach nicht erschließt. Man engagiert jemanden Fachfremden, der, und das ist die entscheidende Kritik von mir, der gar nicht weiß, der sich nicht dafür interessiert, wer ist Don Quixote. Weil wir wissen, also die Vorlage ist die Vorlage. Aber wie inszeniert man das? Also ist Don Quixote ein ehemaliger Held, ein Irrer, der projiziert? Ist das ein Stalker, der Dulcinée irgendwie an die Wäsche will? Und nachher wird wie immer an der Deutschen Oper vorne an der Rampe gesungen. Die Leute gucken sich noch nicht mal an. Die geben sich höchstens mal so die Hand, gucken zum Dirigenten. Und man denkt, ja, 2,25 Stunden Lebenszeit verschenkt. Ich war ein bisschen sauer danach, ehrlich gesagt. Naja, ich fand es auch nicht überzeugend. Ich habe mir dann hinterher nur, was die Regieidee anbetrifft, was gedacht. Und zwar, ich muss mich mal ein bisschen selber loben, weil das erzähle ich ja immer, dass ich diese 800 Seiten gelesen habe in einem Spanienurlaub. Und das ist einfach, ja, ich glaube, es gibt wenig Menschen, die das geschafft haben. Und ich bin ganz stolz darauf. Aber das Ganze ist ja wirklich eine Traumwelt. Und das hat ja auch... ist ja auch geschrieben worden im Gefängnis und es ist alles auch als Traum. Surrealistischer Traum, ne? Ja, Moment. Und jetzt, dann kommt aber dieser Opernstoff mit dem Opernlibretto als Realstoff
Und ich habe gedacht, die Regieidee, wenn überhaupt ist, weil Sie haben jetzt nicht darüber gesprochen, weil da ja so surreale Figuren im Hintergrund und die Zunge, die da 10 Meter rauskommt und so weiter aus dem Gesicht und so weiter, dass er das wieder auf so eine surreale Ebene, also die Traumwelt, dann die Realwelt des Inszenierungsstoffs, und er versucht es jetzt mit so surrealen Bildern irgendwie so wieder in so eine Zwischenwelt hineinzubringen. Ja. Das ist das Einzige, was ich mir dabei gedacht habe. Ansonsten bleibt mir, also stimmig ist es leider nicht, und ich verstehe auch nicht dieser Figurentausch, also warum man eben tatsächlich sich nicht einfach an die Figur der alternde arme Ritter mit seinem Sancho Panza als dem kleinen, kräftigen Diener und eben dann den auch noch das Pferd sein lässt. Das soll vielleicht lustig sein, ich fand es nicht. Das ist ausnahmsweise mal meinem verehrten Kollegen recht geben. Ich bin, es mit dem kurzen Satz gesagt, es berührt mich, das muss man auch noch sagen. Es ist gegen den Strich inszeniert und gegen den Strich gecastet. Ja. Erstens mal verstehe ich überhaupt nicht, warum man nicht spanische Farbe vorkommen lassen, statt dass es diese Grau in Grau, diese Kantinenatmosphäre da einmal und zum zweiten Mal auch die Hauptdarsteller, also das Paar, der eigentlich ist, ja, das ist ein sportiver, junger, jugendlicher Bursche. So ist dieser eigentlich alternde Don Quixote, dieser spinnerte, schwer melancholische, rührende Wirklichkeitsverweigerer und Traummann und so was. Ne? Das kam ja nur gar, sowas kommt gar nicht vor. Okay. Und weil das also alles so gegen den Strich ist, dachte der Regisseur, oh, jetzt muss ich aber noch ein bisschen spanischen Surreal, der ja dort ziemlich zu Hause ist, Surrealismus reinbauen mit völlig aberwitzigen Veranstaltungen, mit irgendwelchen großen Ohren, großen Händen, Käfer, auf der Bühne rum, warum, das habe ich überhaupt nicht begriffen. Ja, ein bisschen Kafka vielleicht noch reingekriegt. Ein bisschen Kafka, und so. Also das ist völliger Blödsinn, dieser ganze surreale Quark dazwischen gesungen, das will ich jetzt mich gar nicht weiter zu äußern. Und dann ist es noch, es wird ja dann auch, eigentlich ist es nämlich nicht Cervantes, sondern ist ein ganz neuer Roman von einem ganz anderen, später auch entstanden, ein seichtes Romanchen, was vertheatert worden ist. Die Musik ist eigentlich ganz schön, vielleicht nicht zu anspruchsvoll, aber immerhin schön. Schöne, zarte, melancholische. Sehr schöne Momente, gerade kurz vor Schluss, wo Sancho Panza dann sozusagen beritten wird. Eine ganz merkwürdige Szene. Die Bühne haut ein, also sozusagen immer ein Keil ins Auge. Also ich finde das völlig unverständlich, warum man diesen Regisseur genommen hat und warum denn niemand mal was gesagt hat, Junge, vielleicht bei der ersten Besprechung mit dem Dramaturgen. Dramaturgen sagen ja heute nichts mehr. Und ich meine, ich ärgere mich seit Jahren über die Deutsche Oper, weil man es da einfach nicht schafft, spannende Inszenierungen zu zeigen. Und also ich glaube, es liegt daran, dass die einfach nur alle ihre Freunde einladen, als mal eine Regie zu machen. Nein, vielleicht haben. Doch, aber wie kommt sowas zustande? Ja, vielleicht. Das ist ein subventioniertes Opernhaus, wofür wir auch alle Steuern zahlen, und wir sehen da einfach nur Mist. Vielleicht sind die zu noch nicht mal große Stars, noch nicht mal tolle Sänger. Ich verstehe es nicht. Die sind vielleicht zu sehr versessen. Und eigentlich müssten wir auch die Staatsopernpolitik. Meine Herren, die sind zu sehr kapriziert auf das deutsche Regietheater. Das mag die Krux sein. Also wir haben gemerkt, es berührt nicht wirklich, wenn sie es trotzdem sehen wollen, dann ist es möglich am 7. Juni, am 13. und am 18. Juni in dieser Spielzeit. Und was berührt, und damit kommen wir jetzt endlich zu Ihnen, Frau Dr. Minz, denke ich, ist die Idee, und das müssen Sie uns einfach noch mal erläutern, weil vielleicht kennen nicht alle unsere Zuschauer die Idee, was ist eigentlich Young Europe Classic, dieses Festival im Sommer, was ja auch spezifisch ist. Und was wollen Sie und wer kommt da aus welchen Gründen zusammen? Ja, Young Europe Classic ist ein Festival von sehr guten Jugendorchestern aus aller Welt. Also von ihrer technischen, musikalischen Qualität wirklich gut. Und wir haben sie eingeladen, jetzt seit 2000, jeden Sommer, 17, 18, 19 Konzerte, in diesem Jahr sind es 19 Konzerte, um auf ganz unterschiedliche Weise zu zeigen, wie man überall in der Welt europäische klassische Musik erlernt, erarbeitet und dann auch hier präsentiert. Also die Idee war einfach, die Jugend der Welt, die sich mit der europäischen Musik auseinandersetzt, mit der europäischen Tradition, hierher zu bringen. Und das funktioniert sehr gut. Verfolgen Sie eigentlich die Entwicklung der einzelnen Orchester, und wie viele Orchester
sind sozusagen in Ihrem Bewusstseinsportfolio, wenn man das so sagen darf? Ich glaube, eine ganze Menge. Ja. Wir versuchen durchaus in jedem Jahr sehr viel Abwechslung reinzubringen. Wir haben in jedem Jahr neue Orchester, die wir zum ersten Mal vorstellen. In diesem Jahr erleben wir zum Beispiel ein Orchester aus der Dominikanischen Republik. Und offen gestanden, ich wäre nicht drauf gekommen, dieses Orchester einzuladen. Auch unser künstlerischer Leiter, Dr. Dieter Rexroth, kannte das Orchester nicht. Aber die Botschafter, die Deutschland entsendet in alle Welt, die kennen inzwischen ziemlich viele von denen, kennen Young Euro Classic. Und der neue deutsche Botschafter rief mich an und sagte, mein erster Abend war eine Einladung, ein Konzert, und ich war mehr als erstaunt. Die müsst ihr einladen. Und dann haben wir das übliche Prozedere gemacht, geprüft, und insofern kommt das Jugendorchester der Dominikanischen Republik zum ersten Mal nach Berlin. Können Sie eigentlich so nachvollziehen, bricht sich die, wenn man so will, ist das ja dann doch die musikalische Jugendelite in den jeweiligen Ländern, bricht sich das runter bis an die Basis, also der musikalischen Förderung in den Schulen oder so? Können Sie das, verfolgen Sie das auch, interessiert Sie das? Oder weiß das Herr Dr. Rexroth, wenn er eben, wahrscheinlich fährt er ja auch öfter, nein, er fährt nicht? Ah, okay. Das Festival ist nicht so gut ausgestattet, dass wir persönliche Hinreisen machen könnten. Aber es ist tatsächlich so, diese Jugendorchester, das ist kein durchgängiger Club, wo nur Eliten sich versammeln und an ihrem Repertoire arbeiten und dann im Konzerthaus am Gendarmenmarkt sich präsentieren. In Südamerika, in Südafrika, aber auch in vielen Teilen Europas ist es tatsächlich so, dass das auch sehr starke edukative und soziale Implikationen hat. Also die in Südafrika, das ist ein Orchester, das wir 2009 das erste Mal eingeladen hatten. Damals bewog uns, dieses Orchester einzuladen, weil es gehört ja nicht gerade zur Tradition Südafrikas, europäische Musiktraditionen zu pflegen, aber das wollten wir vorstellen, und wir haben damit verbunden, die haben mit so einer Begeisterung gespielt, dass das Publikum intensivst reagiert hat, aber wir haben sie erst wieder eingeladen, als nachweislich sich das Niveau verbessert hat. Wir wollten also auch wirklich da ein wenig Anstoß geben, wir geben Rückmeldung. Rumänien ist ein ganz anderes Beispiel. Rumänien, das Jugendorchester hat sich vor knapp 10 Jahren zusammengetan, weil sie gesagt haben, wir gehören zu Europa und wir wollen sozusagen etwas gegen die Korruption in unserem Land, gegen den Niedergang der Moral setzen. Wir haben so viele begabte junge Leute und die sollen unser Land repräsentieren, und haben dann ein Jugendorchester gegründet, was inzwischen aus ihren jugendlichen Schuhen rausgewachsen ist. Und es gibt inzwischen ein mittelaltes und ein Schülerjugendorchester. Die betreiben also sehr intensive Nachwuchsarbeit. Und sowas imponiert uns außerordentlich. Und wir laden die auch immer wieder ein, sodass wir auch die nachwachsende Generation hier zeigen können. Wenn Sie das Festival einmal im Jahr machen und es kommen bestimmte Orchester zusammen, gibt es dann auch eine stärkere Vernetzung oder Begegnung unmittelbar der jungen Menschen untereinander? Und bleiben da auch neue, also sozusagen sich verselbstständigende Beziehungen zwischen den Institutionen? Gibt es dafür Beispiele? Ja, es gibt durchaus Beispiele. Wir haben ja immer wieder sogenannte Akademieprojekte oder also Projekte, wo junge Musiker aus verschiedenen Ländern hier in Berlin zusammentreffen, sich kennenlernen über eine Woche und an ihrem Stoff arbeiten. In diesem Jahr ist es Deutschland-Griechenland. Christoph Eschenbach hat hierfür das Dirigat übernommen, und wir wollten jetzt im 20. Jahr sozusagen als Wiege der Demokratie, wir pflegen ja sehr den europäischen Gedanken, wollten wir Griechenland dabei haben, und dort entwickelt sich die junge Orchester-Nachwuchsszene gerade erst. Also zusammen mit der UdK wird da ein Projekt entstehen, was viel, auch Beethoven, auch einen griechischen Komponisten, einen griechischen Komponisten präsentiert. Also
es passiert da eine ganze Menge und das ist eine sehr intensive Begegnung. Ansonsten, normalerweise bleiben sie 2-3 Tage hier. Es gibt immer wieder Ausnahmen von Orchestern, die sich dann ihre Kollegen anhören. Das haben wir am liebsten, ist aber bei einem Orchesterkörper von 70 bis 100 jungen Musikern eine ziemlich teure Sache. Ja. Also die Frage, welcher Schwerpunkt findet statt? Geben Sie das ein Jahr vorher vor, dass Sie das dann probieren? Wie Sie jetzt sagen, wir werden Beethoven angesichts bevorstehenden 250. Geburtstags im Schwerpunkt haben. Geben Sie das vor oder entwickelt sich das, weil die sich jetzt selbst darum kümmern und Herr Dr. Rexroth sucht entsprechend das Programm aus? Welche Orchester haben was im Repertoire oder wie machen Sie das? Ja, es ist vielem von vielem, was Sie genannt haben. Es ist tatsächlich so, dass wir überrascht waren in diesem Jahr, sehr viele Vorschläge von den Orchestern zu hören, dass sie Beethoven in ihrem Programm haben wollten. Und insofern hat sich das in gewisser Weise ergeben. Wir haben dann, Herr Rexroth insbesondere, ein wenig nachgeholfen, dass wir zum allerersten Mal in der Geschichte von Young Euro Classic einen ganzen Werkzyklus von allen Symphonien Beethovens haben werden. Also man kann sagen, die musikalische Jugend wollte diesem wunderbaren Komponisten einfach mal ein Jahr früher sagen, wir stehen schon hier und gratulieren zu deinem Geburtstag. Also die Anregung haben wir aufgenommen und dann entwickelt sich das weiter. Oft ist es so, dass auch bestimmte Ideen bei uns vorherrschen. Wir versuchen das dann umzusetzen, aber beispielsweise gibt es einige Jugendorchester, die gar nicht kommen können, weil ihre Probenphasen zu anderen Zeitpunkten liegen. Wir müssen uns da sehr flexibel zeigen, aber bisher hat sich das, und dafür steht ja der künstlerische Kopf des ganzen Unternehmens, immer sehr gut ausgegangen. Und jetzt noch mal zur Frage Finanzierung. Ja. Ein bisschen was ist ja inzwischen doch weg vom rein privaten Sponsoring und was Sie alles eingesammelt haben in den früheren Jahren, jetzt in die institutionelle Ebene gegangen. Berichten Sie uns ein bisschen, wie Sie das alles finanzieren. Also tatsächlich war der Grundgedanke am Anfang des Festivals, wir wollten sowohl öffentliche als auch private Finanzierung sozusagen 50-50 mischen, weil wir gesagt haben, die Gesellschaft soll sich engagieren, damit die nachwachsende Jugend auch den entsprechenden Raum bekommt. Die Verhältnisse haben sich ziemlich intensiv verändert. Also gerade mit der Finanzkrise 2008 haben sich doch sehr viele private Unternehmen zurückgezogen. Und wir konnten das kompensieren, zum einen mit Hilfe des Hauptstadtkulturfonds und zum anderen auch mit dem Publikum selbst. Das Publikum kauft Tickets. Wir haben inzwischen gut über 40% des Budgets finanziert sich über die Tickets. Auch bei uns bitte, ja, also Hinweis, wir haben nahezu das gesamte Programm von Young Euro Classic in der Partnerschaft auch im Angebot. Ja. Kann man wunderbar bei uns kaufen. Kann ich sehr empfehlen. Also wir haben uns sozusagen auch auf die gesellschaftlichen Gegebenheiten eingestellt und entwickeln immer relativ viel Fantasie und stecken sehr viel Kraft da rein, dass dieses Festival zumindest von den materiellen Bedingungen auch sich fortsetzen kann. Nochmals was zum Sommer. Haben Sie das so aus der Not, weil Platz war? Oder haben Sie gesagt, wir wollen ganz bewusst im Sommer Präsenz zeigen mit unserem Angebot an jungen Orchestern? Tatsächlich war es so, dass wir gedacht haben, es ist albern, wenn in einer Hauptstadt wie Berlin im Sommer kein kulturelles Angebot besteht. Also ich habe es immer an mir selbst festgestellt. Ich konnte zu meinem Geburtstag nie Leute einladen zu irgendeinem kulturellen Anlass. Es gab einfach nichts. Und aus anderen Hauptstädten Europas kannte ich das durchaus, dass die durch das ganze Jahr ein Angebot hatten. Und wir haben zum einen das sehr bewusst in den Sommer gesetzt. Zum anderen kommt hinzu, dass die Jugendorchester sich aus Musikern zusammensetzen, die häufig noch studieren. Also Alter zwischen 16 und 28 ist das übliche. Ausnahmen nach unten gibt es auch schon mal, nach oben eher selten.
die wollten wir eben dann auch zeigen. Und so hat sich das Ganze entwickelt, dass wir im Sommer, wenn die jungen Leute Zeit hatten, Touren, dass wir ihnen da eine wunderbare Bühne bieten konnten. Und das Konzerthaus ist einfach ein kongenialer Partner. Nun gibt es ja auch, ich glaube, auch so ungefähr 20 Jahre Daniel Barenboims West-Eastern Divan Orchester. Und das ist ja nun auch explizit mit einer sehr politischen Botschaft immanent, quasi auch schon durch den Versuch, die Mischung von palästinensischen, israelischen und sonst wie, also Musikanten aus der Region zusammenzubringen. Sehen Sie das auch so als einen, oder ist das für Sie ein Anreiz, oder sagen Sie, Daniel Barenboim macht seins, ja auch in Verbindung mit der Akademie, und Sie machen einfach ihrs. Also, oder haben Sie diesen Anspruch schon auch ein Stück? Völkerverständigung, und es ist ja nicht nur Europa. Sie sind ja inzwischen mit Südamerika, mit Afrika und Osteuropa und überall Asien vernetzt. Also man lebt ja nicht im luftleeren Raum, kann man nur dazu sagen. Also die jungen Leute, die sich zum Teil extrem bemühen müssen, um überhaupt in solche Institutionen reinzukommen, um damit auch persönliche Karrieregedanken zu verbinden, weil sie gehen dann auch ganz Begabte aus Kolumbien, aus anderen Ländern, die gehen dann eben auch nach Deutschland studieren oder nach Großbritannien. Das haben wir sehr oft. Dieser in dem Ganzen wohnende Gedanke Europa, den wir ja sehr in den Mittelpunkt stellen, hat natürlich auch eine politische Dimension. Wiewohl man solche Vorhaben wie Young Euro Classic nicht zu sehr politisieren sollte. Also man kann Anstöße geben. Es ist sozusagen, unser Motto ist ja, hier spielt die Zukunft. Also die jungen Leute erschaffen die Zukunft für eine unglaublich interessante Kulturtradition, für die Musikgeschichte, die wir haben, und sie erschaffen sich selber ihre eigene Zukunft. Also in diesem doppelten Sinne funktioniert es eigentlich ganz gut. Mhm. Dürfte ich da noch mal was nachfragen über die soziale Lage dieser Orchester? Also diese jungen Leute da, sind die da angestellt oder kriegen die Gehalt oder ein Honorar? Oder ist das nebenberuflich? Die müssen ja irgendwie auch existieren. Das sind zwischen 20 und 30, ne, vielleicht so. Oder 16 und 28. 16, da sind sie noch Schüler, dann gehen die wahrscheinlich. Ne, oder sie gehen Studenten zur Schule oder sie studieren an einer Universität. Aha, ja. Das kommt ganz darauf an, ist es ein nationales Jugendorchester. Dann setzt sich das aus ganz talentierten Musikern zusammen aus dem ganzen Land, wie Schottland beispielsweise. Oder aber es sind Musiker von Konservatorien. Das ist in Russland so organisiert, nur als Beispiel. Eigentlich eine große Talentschmiede ist das Ganze, und auch sowohl in dem Orchester und dann hier die Bühne dann nochmal. Ne? Ja, das macht natürlich ungeheuer viel aus. Ich nehme als Beispiel mal Portugal, hatte ich noch nicht erwähnt. Da kam der Gründer des Orchesters auf mich zu und wollte gerne Teil von Young Euro Classic sein. Er bot aber nur ein Kammerorchester. Und wir haben ihm das Prinzip erklärt, dass wir große symphonische Orchester zeigen. Und ich habe gesagt, warum macht ihr nicht aus dem Kammerorchester auch ein großes Orchester? Das haben sie gemacht und haben jetzt seit, ich glaube, 4 oder 5 Jahren arbeiten mit diesem Orchester, müssen sich natürlich in ihrem Land auch um Gelder für diese Arbeit bemühen. Mal ist es das Kulturministerium, mal sind es Stiftungen, ganz unterschiedliche Quellen erschließen sich da. In Mexiko hat das mexikanische Orchester vor Jahren sich ein Jahr, anderthalb Jahre, bevor sie bei uns auftraten, die Flugkosten erspielt im ganzen Land. Und dann sind sie mit 70% des Budgets zum Ministerium gegangen, haben gesagt, so die letzten 30 müssen es euch doch wert sein. Also es gibt da ganz unterschiedliche Geschichten, und ein Konservatorium ist auch ausgestattet häufig, dass es auch sein Orchester mal turnieren lassen kann. Das ist ja auch ein großer
Gewinn, wenn ein Orchester solche Erfahrungen macht. Und das Berliner Publikum ist extrem beliebt bei den Orchestern. Also wir wissen, dass die Orchester, die melden sich ja bei uns, um auftreten zu können, dass die sehr, sehr gerne kommen. Und ich finde es jedes Mal immer ein bisschen auch eine Sensation, welche Geschichten hinter diesen Orchester stecken und dass sie es tatsächlich schaffen, hierher zu kommen. Ja, wir wünschen Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg für das nächste Young Classic Festival vom 19. Juli bis zum 6. August. Und wir kommen schon zu unseren Tipps. Und wahrscheinlich haben Sie ja aus dem reichhaltigen Programm auch einen Tipp. Dann würde ich Sie gerne jetzt darum bitten. Ich würde als Top-Tipp empfehlen, am 4. August, am Sonntag, den 4. August, nicht nur ins Konzerthaus, sondern auch auf den Gendarmenmarkt zu kommen. Denn wir werden dort mit dem European Union Youth Orchestra die 9. Symphonie Beethoven im Konzerthaus spielen. Ein Senfchor ist dabei. Und das Ganze wird auf den Gendarmenmarkt, das ist ein Jubiläumsprojekt, sage ich dazu, also nicht in der Regelfinanzierung enthalten. Das ist eine Initiative von der KfW und Young Euro Classic. Die werden das also auf den Gendarmenmarkt übertragen. Wir haben auch Partner, Akustikpartner, die ein tolles Soundsystem haben, sodass wir auf dem Gendarmenmarkt ein ähnliches Erlebnis haben wie im Konzerthaus. Und als am Ende des Konzertes, dann werden die stehenden Zuschauer zum Mitsingen aufgefordert, die Ode an die Freude. Und die kann sich jeder jetzt schon mal runterladen von unserer Webseite und ein bisschen üben. Ja, danke schön, Herr Wengirek. Ihr Tipp? Ja, ich muss noch mal was sagen. Die Deutsche Oper, die soll sich also jetzt nicht ganz getreten fühlen. Wir haben jetzt erst zuletzt Oceane, die Fontane-Adaption besprochen. Und dann hatte ich gleich nämlich einen Tipp auch, der ist mir gerade so eingefallen, am 1. September kommt noch mal wieder mal endlich diese wunderbare, einzigartige Giovanni-Inszenierung der Deutschen Oper am 1. September. Aber ich habe einen Sommertipp, es ist auch noch was los im Theater, und zwar Shakespeare im Grün, die ich an sich sehr mag. Die machen das sehr schön, die Shakespeare Company Volkstheaterspektakel. Sie haben jetzt im Juli, August, Juni, es geht jetzt schon los, demnächst, in den nächsten Tagen, glaube ich, Verlorene Liebesmühe, Maß für Maß. Die machen immer nur Shakespeare-Stücke. Die hauen ein Shakespeare-Stück nach dem anderen den Sommer über durch. Komödie, das Verlorene Liebesmühen heißt, das ist die Komödie der Irrung, steckt da dahinter, das sind Bearbeitung und dann die Zähmung der Widerspenstischen. Also man sollte ruhig mal mit der S-Bahn in den Priesterweg, das ist der Park Schöneberger Südgelände, heißt genau. Das ehemalige Bahngelände. Sehr schön, es ist immer ein Vergnügen. Es gibt auch Catering, man kann sich bei der Pulle hinsetzen und einen schlürfen und ja, also Sie trinken nicht. Herr Lücker, doch, Ihr gelegentlich. Tipp. Sie haben gerade noch gelegentlich. Zeit. Ich habe es geguckt. Eine Minute 20 hat der Herr Wengirek. Die nehme ich mir jetzt auch. Ja. Nein, ich brauche nur kurz. Vorsicht, Schimpfwort im Titel. Ja? Nicht, dass Sie, werten Damen und Herren, hier erschreckt sind. Also ich empfehle eine Produktion, die heißt Chinchilla-Arschloch, was? Von meiner geliebten Gruppe Rimini-Protokoll. Die haben sich nämlich, und das ist gar nicht so lustig, mit der Tourette-Krankheit beschäftigt und produzieren daraus ein Stück. Also die Frage ist, kann man mit Tourette Theater machen? Soll man das? Geht wahrscheinlich auch um so moralisch-ethische Fragen. Da gibt es jetzt am 5., 6. und 7. Juni meines Wissens die nächsten Vorstellungen. Ob es dann weitergeht, ist noch nicht ganz klar. Also ein Stück über das Tourette-Syndrom, was ja häufig auch in Film und Fernsehen veralbert wird. Mhm. Mozart soll es gehabt haben, 5., 6., 7. Juni im H2 von Rimini-Protokoll. Ja, toller Tipp, vielen Dank. Mein Tipp betrifft uns ehrlich gesagt selbst, nämlich die Freie Volksbühne Berlin, das Kulturvolk, feiert am 15. Juni ab 15 Uhr 7 Stunden lang ihr großes Sommerfest auf der Zeltbühne und auf der Straße in der Ruhrstraße vor unserem Haus. Und es gibt wirklich ganz tolles Programm, das uns unsere Kulturpartner spendieren. Es gibt jede Menge Dinge zu gewinnen und es gibt wirklich viele Informationsstände der Häuser, womit sie hinweisen auf die nächste Saison und dort eben schon zeigen, was es wieder tolles Premieren gibt. Wir sind eben jetzt am Ende der Spielzeit. Ich hoffe, dass Alex TV uns wieder im Oktober, weil bis dahin müssen wir ja erst ein bisschen was ansammeln, weil ja eben tatsächlich
dieses Jahr die Sommerpause früh beginnt und sehr lange dauert. Und bis dahin sammeln wir wieder Eindrücke auch von den Berliner Bühnen. Und ich bedanke mich jetzt mal ausdrücklich bei unseren ständigen Kritikern, dem Musikdramaturgen Arno Lücker und Reinhard Wengierig. Und ich freue mich sehr, dass Frau Dr. Gabriele Minz hier war. Viel Glück für das nächste Festival und bis zum nächsten Mal im Herbst.